Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit J. Chris. Hey Leute. Und ich fahre heute, oder wir fahren heute 8-7 und ich fahre das Objekt 279, da ich Kills mit Heavys machen muss. Und es ist schon eine Weile her, dass ich dieses Ding gezeigt habe. Deswegen schauen wir mal, wie es läuft. Ich hoffe gut. Wir haben es eben schon mal probiert, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Nein. Einfach nein. Also ATGMs von oben und Darts von vorne war nicht so lustig. Ja, hoffen wir mal, dass es diesmal besser läuft. Das Ding ist eigentlich ziemlich potent. Ich meine, es ist kein Main-Battle-Tank, aber es behauptet sich eigentlich ganz gut, wenn man nicht zuerst einen Dart mitten in die Fresse bekommt. Die Kanone ist ziemlich ordentlich. Ich schieße alle, ich glaube, 8,7 Sekunden mit einer Ace-Crew. Kann man machen. Also gegen Heat ist das Fahrzeug super. Ich bin abgebogen. Was, du? Ja. Ich dachte, ich kann auch eine weiterfahren, aber nein. Nein. Oh, außen ist, glaube ich, so ein bisschen was. Ja, da ist aber auch schon Feuer. Ich glaube, der T-64 hat gewonnen. Ich artilleriere mal A. So. Eins. Ja. Yep. Brauch drei, ne? Ohne zu sterben. Drei am Stück. Aber ich glaube, jeder weitere dann zählt auch weiter. Der nächste vom Krieg ist raus. Der ist hier hinter der. Ja, ich hab's gesehen. Wand. Ich hab's gesehen. Ach, sie ist unbeschädigt, okay. Das ist ein Objekt 122. Okay. Ja, ich seh's. I can see it. I can smell it. Ich hab seine Raketen rausgenommen. Ich hab den Rest. Sehr gut. Oh, jetzt sieht man mal, was die Kanone kann. Zwei. So, einen noch. Jetzt kommt der Druck. Ja, jetzt kommt der Druck. Bloß kein Druck. Ich sehe einen Hubschrauber, das nervt mich jetzt schon wieder. Ja, lach, aber der ist T und der hat keine ATGMs. Das ist völlig egal. Wobei. Ich habe trotzdem Angst vor ihm. Er wird einfach weggeMG'd, wenn er zu nahe kommt. Warte mal, wenn ich einen Hubschrauber kill, zählt das? Das auch zählt ja nur Kills, ja. Schießt denn der da? Der Hubschrauber, der ist hinten abgeschmiert. Ich mach ins Flugzeug. Au. Straight von vorne habe ich gerade eine reingekriegt. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ja, ich sehe leider nicht den, der auf dich geschossen hat. Der ist zu niedrig für mich. Der ist da. Ja. Ich fahre auf den Hügel. Vielleicht sehe ich ihn dann. Hab noch einen Hubschrauber. Ja, nee. Das ist wie gesagt, drei Kills am Stück, ne? Ja, es ist halt schwer, das heraufzubeschwören. Ich glaube, mit so einem Tiger oder sowas bist du da besser aufgehoben. Ich hab's, wie gesagt, den größten, also mir fehlt noch einmal und ich habe den größten Teil davon einfach mit dem Survivors gemacht. Alle 4 Sekunden schießen war halt dann genau mein Ding dafür. Ja, ich weiß nicht warum, aber das ist halt wieder eins dieser Fahrzeuge, das liegt mir nicht so. Also. Alter, die Hubschrauber fliegen schon wieder sehr tief. Und ich hab's auch nicht versucht heraufzubeschwören, ich hab's einfach nebenbei gemacht, als ich das Ding eh aufgebaut habe. Mm. Und dann ist es halt das einfach wahrscheinlich, passiert. Das ist wahrscheinlich eh die gesündeste Variante. Das ist ja. Eh immer so, wenn ich versuche hier so was in irgendwelchen Aufnahmen zu machen, dann geht's voll nach hinten los. Ja. Das Problem kenne ich. Wegen der Vorteil, dass wir keine Aufgaben-Events mehr haben, weil Punkte holen tut man eh immer. Das stimmt, ja. Oh, verdammt, direkt hinter mir, als ich mich gerade umdrehen wollte. Oh, ja, I see. Als ich vom Spawn wegfahren wollte, ja. So, scheinbar schaffe ich es hinter den Reichstag. Vielleicht kann ich hinterm Reichstag was anrichten. Ich mag Reis, du auch? Ja, ich hatte gestern erst Reis. Ach, mit deinem Hühnchen, ne? Mhm. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Bei mir gibt's heute Kässpätzle. Ich mach später Burger. Sag mal, ich glaube, ich muss mal vorbeikommen und du bekochst mich. Was hältst du davon?
Ich will aber keinen Blubspinat. Tja. Ich koche dienstags, kriege ich ja normalerweise immer danach etwas. Von dir aber nicht. Ah, ich hasse Spawn Protection. Der BMD, der BMD kommt hier schwimmen, ne? Was? Ja, ja, der BMD. Ja, ja. Kann ich einfach ins Wasser springen, okay. Okay. Da ist gerade eine ATGM durch den Baum geflogen, hat ihn gefällt und mich danach getroffen, aber nur die Kette gelb gemacht. Hä? Ja, ja. Immerhin, also für... Blöd für dich, aber sie ist nicht am Baum explodiert, was ich jetzt eher... Oh lol, ja, sie hat mein Armor-Package an der Seite mitgenommen. Jo, Zeit für einen Richtungs-, Positionswechsel. ATGM und eine 20er dürften Marder gewesen sein. Nee, ein Wiesel. Nee, Marder. Marder, beides. Alter, ein Wiesel mit einer 20er und ATGM. Nice. Der hat das Ultra-Wiesel. Stell dir das mal vor, die 20er und nebendran wie beim Marder halt, so die ATGM, würde ich feiern. Das wäre, glaube ich, mein Fahrzeug dann. Ich würde das auch nehmen, es wäre so ein richtig kleiner, schöner, kleiner Scheißer. So, das waren jetzt drei. Ich war von der ATGM aus dem Hubschrauber genommen, aber er ist abgestürzt, okay. Okay. Ja, ich glaube, wir haben die Gegner ziemlich zurückgedrängt. Wobei, unser Team overextendet jetzt und lässt sich wahrscheinlich killen. Wäre nicht das erste Mal. Nee, wäre es nicht. Ja, okay. Das ist jetzt einfach nur noch Fische in einem Fass abschießen. Lol. Alter, warum denn mich? Das ist das größte Ziel. Da hinten steht was. Hat eine ATGM auf mich gefeuert. Okay. Ist voll unfair. Ja, ne, du hast ja auch keine ATGMs. Ist echt so, was soll das? Okay, die 55, das da reinfliegen sah sehr gewollt aus, aber ich sehe gerade, du wurdest abgeschossen. Joa. Oh, ich durfte nicht mehr. Aber es hat, glaube ich, nicht mehr gezählt, dass ich gestorben bin. Das war echt eine merkwürdige Runde. Ja, das war das komplette Gegenteil von der letzten Runde. Die ihr nie sehen werdet, aber ja. Ja, aber halt, da hat uns das Gegnerteam komplett überrannt. Jetzt hat unser Team komplett überrannt. Oh nein, glaubt mir, Leute, es macht keinen Spaß, mit dem Objekt gegen Hubschrauber anzutreten. Nein, das, Das hat ja nicht mal Tour-MG. Wenn das Ding wenigstens einen 50-Kill oder so auf dem Turm hätte. Hat's das nicht? Nein. Du hast nur 14,5er koaxial. Ich dachte, es hätte eins obendrauf. Nee, leider nicht. Das ist voll antirussisch. Das ist schade. Aber das ist halt dieser Gedanke, dass dieses Fahrzeug eine Nuklearexplosion überleben soll. Nur das Fahrzeug, nicht die Besatzung. Weil ein MG würde das auch überleben. Nee, das würde einfach wegschmelzen. Okay. Noch keine Vorrichtung dafür, dass es mal theoretisch eins draufsetzen könnte. Muss ich gucken, aber... Also eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil du hast ja diese Standard-Cupola quasi, da kannst du ja MGs eigentlich dran klatschen. Mhm.
So, und doch, ich gucke richtig rum. Du wartest natürlich wieder, ne? Klar. Mit deinen beiden Daumen, Pfeilen nach oben. Das heißt, guck oben hin, nicht auf meinen Arsch. But you have a beautiful Hintern. Ich weiß, ich finde das BMD hässlich. Nee, es ist auch echt nicht hübsch. Aber es ist sehr effektiv. Meins noch nicht, meins ist noch Stock. Oh. Mach's mal Arti darüber. Also, ach nee, du bist ja Stock. Also, ich kann schon Feuer löschen, also es ist 100%. Achso, du capst schon. Ja. Die war doch da. Du hast aufgeklärt. Oh, warum hat denn jetzt gesmoked? Jetzt konnte ich den Leiter nicht beschießen. Ja, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, so, Leute, macht sowas bitte nicht. Das schadet nur. Die können jetzt hier reinballern und ich weiß nicht mal woher. Ja. Und der Leiter ist mir jetzt gerade davon gekommen, weil er. Also ich fahre jetzt hier lang. Ich fahre da jetzt nicht rüber. Ich fahre nicht nach außen, so bin ich zu leicht. LOL, Doppelkill. Nice, da brauchst du noch einen. Voll gut. Alter, mit einer APHE. Nice. Ich glaube, das ist das zweite oder dritte Mal, dass ich einen Doppelkill wirklich hinbekomme. Guck mal, ob hier irgendwas durch den Busch fährt. Sieht aber nicht so aus. Ach, als ob, wie geht das denn bitte? Nach dem Doppelkill jetzt die Anti-RNG. Ja, ich habe einen Tam von der Seite getroffen, das hat ihn nicht interessiert. Au, lol, von wo? Da ist ein Leo. Ich könnte Hilfe brauchen. Ja, ich beeile mich. Au, nee, ich wurde schon wieder vom Hubschrauber getötet. Also heute haben die Hubschrauber es aber sehr auf mich abgesehen, habe ich das Gefühl. Ja, nee, mit was schießt der? Mit Darts? Und dann mit Heat? Das klang jetzt, Darts. Das, ja, EPDS. Krass. Lol, krass. Alter, was? Haben die EPDS gepusht? Ich spawn beim linken Spawn und fahr zu A. Ist das mein Hubschrauber runterholen, der mich geholt hat? Also, mit der Runde, die ihr nicht sehen werdet, ist es jetzt das vierte Mal in den drei Runden, dass ich sterbe. Ja, ja. Heute mögen die mich nicht. Uns alle nicht. Das ist gemein. Das verletzt unsere Gefühle. Okay, links ist ziemlich polenoffen, sage ich mal. Ach, mein Schuss ist doch raus! Ja, das habe ich in letzter Zeit aber auch wieder öfter. Alter, komm! Rausgeht. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass der Ping-Lag da zu hoch war. So, ich komme jetzt mit meiner bissischen MIG. Warte mal, wo sind wir? 9-3. 9-3, ja. Das heißt Raketen. Wo sitzt das Ocelot? 9-7, ne? Sam-Systeme maximal. Der Geselot. Ne, der Geselot ist 9-7. Das Ocelot ist 9-3. Also Sam-Systeme maximal, keine. Ja, keine Mouse-Guided. Also die linke Flanke ist komplett offen, da ist ganz viel. Ja, ich seh's. Aber das war gerade Bullshit hoch 10, also mein Schuss ist definitiv rausgegangen. Das Spiel so, are you sure about that? Ja, echt so. Oh, da ist ein feindlicher Jäger auf meiner Höhe. Dive jetzt runter. Ziemlich straight auf dich zu sogar. Ja, wenn er mir vorbeizieht, dann... Jetzt muss ich mir diesen Leopard holen. Der markierte, darf ich drauf schießen? Der ist raus. Es war ein One-Tap von mir. Okay, ich sehe den Jäger nicht. Aber okay, auf meiner flag. Anderen Seite von dem Haus ist ein Light. Viel Spaß.
Oh, sehr schön. Ich liebe dieses Ding. Oh, verdammt, hinter mir. Was? Wo? Ja, den hab ich nicht gehört. Ach, der Tam. Den hab ich doch vorher sogar beballert. Hab ich nicht gehört. Was? Sorry. Hab nur seine Kette, der war unbeeindruckt. Der liegt wohl mit guter RNG, der Junge. Ja, definitiv. Muss ich halt nochmal Hallo sagen. Oh, bist du was Leichtes? Ja, gut, der Tam ist auch was Leichtes. Tam ist auch was Leichtes, grad sagen. Alter! Schon wieder nur Hit. Oh, zwei Raketen habe ich noch. Komm auf ihn zu, aber ich sehe ihn gerade nicht, dass er sich wegbewegt. Nee, ich habe ihn ziemlich genau da getrackt. Okay. Ah ja, da ist er. Ah, jetzt ist er weggefahren. Ja, da ist er. Und der hat mich auch direkt geholt. Ah Gott, ey. Das ist trotzdem mal, obwohl, ja, gut. Sehr nein, gut. Mm-mm, ich glaub's deren, nicht. Deren sind noch sehr viel mehr da als von unten. Lol, Alter. Was ein Nubbel. Hat sich tot gestallt. Aber er fängt sich wieder. Krass. Hut ab. Wieder Helikopterraketen. So, jetzt hab ich genug gespielt. Was? Hubschrauber? Ja, hinter unserem Spawn die Richtung. Kannst du rot markieren? Ich habe ihn nämlich gerade gehört, aber. Irgendwie in. Also von mir aus gesehen in die Richtung. Ah ja, ich sehe ihn. Au. Verdammt. Ich kann mich nicht reparieren, warum schießt er denn. Oh, ich kann auch mein Feuer nicht löschen. Ach, als ob. Ja, das war der fünfte Helikopter, der mich geholt hat. In drei Runden. Alter, willst du mich nicht verarschen? Die 262 lebt halt echt noch. Der hat doch gebrannt. Ja, eben. Wird er mir jetzt geklaut? So. Unfassbar, ey. Ja, können sie unseren Spawn ab. Schade. Ja, also ich meine, warte, gewinnen muss ich nicht. Ich muss nur drei Kills machen, ne? Nee, drei Kills ohne zu sterben. Ja, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, das habe ich hingekriegt. Oh ja, ich sehe es, was sie mit unserem Spawn machen. Das ist nicht nett. 15 Zentimeter, Ding, das gibt auch keine Punkte, sowas. Achtung, ich bin hinter dir. Jo, jo, jo. Kannst du mir vorbeigucken? Ja. Lol. Sehr schön. One shot, one kill. Das hat er verdient. So, einmal geht noch, würde ich sagen. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Einmal geht's noch von Helikoptern auseinandergenommen werden. Ich kann mir noch kurz nennen. Heute ist halt echt gejinxt, ne? Heute ist halt echt so Anti-Helikopter-Tag bei mir. So, kurz einen neuen Sonderauftrag kaufen. Ready up! Ja, Moment.
Dann bewundern wir so lange dieses schöne Fahrzeug mit dem überhaupt nicht langen Rohr. Kann ich ja gleich nochmal ändern, den Sonderauftrag. Das ist kein guter im Angebot. Das ist schlecht. Ja, muss ich gleich nochmal 1000 Silber ausgeben. 1000 Goldnickels, Alter. Goldnickels, um das zu ändern. Aber das wär so ein richtiger Gaijin-Move, wenn die das ändern würden. Psst, hör auf, sag nichts mehr. 250 für den ersten, 500 für den zweiten Wechsel. Boah, das wäre krass. Ich muss denen das vorschlagen, vielleicht geben die mir dann cooles Zeug. Yay, yeah, und jetzt sind wir volles Abt hier. Ich guck, dass ich unter die Brücke komme. Gut, jetzt werde ich nicht mehr von lustigen kleinen Hubschraubern abgeschossen. Wahrscheinlich werden es jetzt Drohnen sein. So. Stimmt. Ach, das wird super. Wahrscheinlich kriege ich auch keine rein von rechts vom Sniper-Spot, der viel zu krass ist, finde ich, aber passt schon. Natürlich nicht. Warum sollte das dann jemand machen? Ja, ich finde das halt echt krass auf der Map, dass du da von B6, B7, C6, C7 einfach hier rüberschießen kannst. Jetzt quasi jetzt hier, wo ich bin, rein. Ja, ich weiß, ja. Ah, da, einer ist schon gestorben, darum, der hat sie wahrscheinlich schon auf uns angelegt. Ja, vermutlich. Unverzeihlich. Map-Design. Also ich finde ja überliegende Sniper-Spots nicht schlimm, aber ich finde, man sollte sie nicht so früh erreichen. Vor allem sollten sie nicht den gegnerischen Spawn abdecken und er sollte nicht einseitig sein. Ja, eben. Also von unserer Seite hast du sowas halt nicht. Oh, diese Epilepsiebüsche immer. Ganz auch viel besser, als sie einfach umgeknickt sind. Ja. Ist voll unrealistisch, dass sie so wackeln. Ja. Jetzt hätten die Angst. Nein, stell dich nicht in mich rein. Ich brenne, wenn da auf mich geschossen wird. Ich stelle mich hier in den Torbogen rein. Dumme Büsche haben nur Angst zu sterben. Viel schlimmer finde ich aber die Bäume, die dann einfach wieder aufstehen und sich dann nicht mehr umschießen lassen. Oh ja. Das ist halt so wirklich hart nervig. Ja. Oder du schießt einen Baum um und der steht immer wieder auf. Und der geht dir so quasi, der sich im Sicht im Fenster steht. Und was ist? Der steht auf. Ja. Ganz komisch. Das ist halt vor allen Dingen nervig, wenn du so eine wirklich gute Position hast. Dieser eine Baum stört dich und nein, er ist halt einfach unkaputtbar. Ganz dumme Designidee, sowas. Das macht halt überhaupt keinen Sinn auch. Weißt du, wenn das System sich unsicher ist, ob du den Baum getroffen hast oder nicht, dann mach ihn doch einfach weg. Ich glaube, darum geht's auch, dass die halt sagen, nö, unser System ist zu unsicher oder... Hier oben, Turm 3. Wie ist der Turm 3 bitte nicht geplatzt? Halt, wie? Unser System kann das nicht ab, das gibt Probleme. Wir müssen das ändern. Ich fahr ein Stück vor. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, ne? Klar, im Warf fand er immer. Meinst du, hier oben links steht noch was? So, eben stand da was, da war ein Medium markiert. Einer ist gestorben. Okay. Was höre ich denn da? 163 oder so? Hubschrauber. Oh ja, direkt. Mach kaputt. Das tat gut. Oh, das glaubt ihr gar nicht, Leute. Doch, das ist sehr befriedigend, sowas. 1:5 immer noch für die Hubschrauber, aber es tat gut. Ja, komm. Alter, Puma ist so broken. Das war... Lol, was? Was war das? Ich hab gerade den Puma seitlich reingeschossen. Meine Granate ist einfach verpufft. Und jetzt kommt mir bitte keiner mit Winkel. Das ist ein Puma. Ich hätte Dart schießen sollen. Ja, ich glaube auch. Alter, meine Granate ist irgendwie kaputt. So, die Anti-RNG jetzt für den Doppelkill eben. Ja. Ja, okay, ich glaube wirklich, meine Granate ist kaputt. Oh, was bist mit dir?
Warte, Raketen schießen kann ich auch. Oh, du hast überlebt. Die MP1 hat die Rakete überlebt. Soll ich dir helfen? Ja, ich hab ihn. Cool, der kann nicht mehr schießen, der steht direkt hier. Hol ihn dir. No. Sehr schön. Ich hasse es, wenn man keine Gunny-Pression hat. Witzigerweise hat der die ganzen 30er und eine Rakete überlebt. Ja, ist auch ein BMP. Aber. So, einer noch. Gut. Feld B ist was? Oh, Artilleriefeuer auf mich. Da ist wohl jemand nicht so. Das findest wohl jemand nicht so toll. Dass wir hier stehen. Ja, kann ich aber auch verstehen. Da kommt es, das ist ein Gepard. Geht von oben runter. Fährt der rechts oder links lang? Der ist noch auf der Hauptstraße runter. Ich warte hier mal. Ja. Vielleicht denkt er, ich war alleine. Ja, auf jeden Fall wird er das denken, nachdem ich ihn geklatscht habe. Ja, dich hat er schon wieder vergessen. Ach so, das ist die Kanone ist wie so ein Blitzdings. Er freut sich jetzt einfach, dass er einen Kill gemacht hat und fährt glücklich weiter und will sich erholen. Hm. Okay. Ich höre ihn aber auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt einfach da oben rumsteht. Alter, braucht dieser Panzer lange, um den um eine Granate ins Ready Rack zu tragen. Wir haben Harrier, ich fühle mich hier nicht so richtig irgendwie gerade. Mm. Ja, I understand that. Oh, es ist keiner mehr bei B von uns. Ich stehe jetzt einfach hier. Aber wo kam das? Wobei, das macht wenig Sinn, weil... Unser Team ist halt einfach weg. Ja, und der Leitbär ist auch gestorben. Okay, der ist raus, sehr schön. Was ist mit unserem Leitbär A passiert? Keine Ahnung. Ich mach den Tintenfisch. Mach mal den, ich guck mal nach B-Typen. Mm. Nummer 3. Ah, sehr schön. Finde ich auch. Okay, der Gepard ist auch raus, wurde vom Chopper. Der Gepard wollte mich jagen, ich hab's genau gesehen. Der wollte die Doppelrache. Ich vermisse ein bisschen die Zeit, wo das Objekt so übertrieben motorisiert war. Okay. Och komm, jetzt kriege ich Hubschrauber. In B. Das war dann Hubschrauber, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Hubschrauber. Ah, doch, ich sehe einen Hubschrauber. Eine Rakete. Ja. Die geht daneben. Warum geht die daneben? Und vierter Kill. Ah, ich bin ja schon längst repariert. Nevermind. Da ist doch einer. Wo? Da oben. Ah, ja, da war er. Ah, sehr schön. Behältst du B, dann behalte ich A im Auge. Ja, OC holen wir auch gerade, sehr schön. Der Hubschrauber macht mich. Rakete war schon wieder zu kurz, was ist los mit ihr? Ich weiß nicht, also der verschielt so ein bisschen.
Schrapp, 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 schrapp. Das ist noch Mi-24, okay. Komm, mach's nochmal. Ich hab meinen Drost ausgerichtet. Dein Drost? Er meint sein Raketenabwehrsystem. Es leben noch 4 Gegner. Einer ist im Hubschrauber, einer ist im Flugzeug. Einer war im Leo und ist schon wieder gestorben. Der Hubschrauber dreht weg. Okay, der Typ war sauer, der ist direkt raus. Und einer scheint in der Flak zu sein. Ja, ich halte jetzt hier einfach die Brücke und an den Fluss zu A rüber, du hältst B und dann gewinnen wir das. Ja. Oh, ich habe APS. Das kannst du noch mal probieren, Apps. Ja. Ich habe Apps. Er versucht es aber die ganze Zeit, ne? Er versucht es immer wieder, ja. Jetzt aber komm. Nein, schon wieder nicht. Du bist ach, komm, so ein Arsch. Du hast noch mehr Raketen. Da kommt die nächste Rakete. So ist brav. Oh, es war, diesmal war es meine Kette. Das ist nicht 100% unfehlbar. Manchmal kommt sie auch zufällig in dich rein quasi. Ja. Jetzt versucht er es mit Nahkampf. Ja, da kann ich dann. Was ist er denn? Direkt über mir. Ach da. Ja, gut. Hab seinen Höhenruder. Nice. Oh nein, der, ich glaube, er stürzt ab. Oh. Nee, oh, oder? Zumindest. Ja, vielleicht nee, hält das noch. Irgendwie. Nein, er stürzt ab. Gut, dass ich daneben geschossen habe. Ah, schade, aber auch. So viel Effort und so viel. So harte Versuche. Okay, sie holen sich C wieder. Dann weißt du ja, wo sie sind. Jo. Drei Gegner, 4 von uns. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Einer von den Gegnern ist eine Flak. Sag mal, kann man diese Aufgabe mehrfach pro Mission machen, wenn man 3 und dann nochmal 3 macht? Naja, ich meine, ich kann es, ich glaube, ab dem. Also, früher war es so bei solchen Aufgaben, ab dem 4. zählt es einfach ganz normal weiter. Also, theoretisch könntest du dann auch irgendwie 10 am Stück machen oder halt dann 7 am Stück machen hast oder so. Hast du dich gerade bewegt? Ja. Okay, dann warst du das, was ich gehört habe. Mal aus B rausgestellt und oben an die Kante. Jetzt werde ich noch ein bisschen korrigieren. Und dann gefällt es mir, wie ich stehe. Das bist halt echt du, was ich so laut höre, krass. Mein Auspuff getunt. Hast du Löcher reingebohrt? Ja, aber der TÜV hat es noch nicht abgenommen. Verdammt, und den Wurstblinker? Alter, ich den hab ich noch nicht freigeschaltet. Ich muss die Föhr wieder gucken. Achtung, Rakete. Schrauber, Flugzeug, ATGM. Ich glaube eher, das war ein Flugzeug. Das hat sich nicht wie eine ATGM angehört. Aber ich höre kein Flugzeug. Gut, das heißt ja. Ja, Leute, ich weiß, das ist gerade nicht so spannend, wenn ich hier rumstehe, aber es ist taktisch halt einfach das Klügste, die Position zu halten, wenn man eine vorteilhafte Position hat. Weil wenn man die ja. Punkte hat, dieses dann, ich fahre in den Spawn rein, geht drauf, ist wirklich, das ist dumm. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein ATGM. Oh ja. Okay. Eine Drohne. Ah, okay. Ja, 9-7. Es ist eine Drohne. Ja. Aber ich frage mich, wieso die erste so verkackt hat. Die war viel zu kurz. War bestimmt der Hubschrauberpilot. Ja. Aber wir haben die Kiste gewuppt. Wir gewinnen die Runde, also. Ja. Das hat doch Spaß gemacht. Ja, schön, dass wir das noch rumdrehen konnten. Das sah eine Zeit lang nicht so gut aus. In der Tat. Und der Panzer hat sich echt beweisen können. Sodale. Ja, lief doch erstaunlich gut nach dem Dämpfer, den wir zuerst hatten, den ihr nie sehen werdet, aber von dem wir euch ausführlich erzählt haben und wir hassen Hubschrauber. Ja, das war das Objekt 279 in der Aufgabe, Triple Kills in einer Runde zu machen, ohne zu sterben. Also 3 Kills. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, mit was ihr solche Aufgaben macht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.
Tschö.